Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Liebesorakel hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, wir wollen heute auch mal ein offenes Orakel machen. Wir haben so lange immer die Lenny-Karten gelegt, immer dasselbe gemacht und ich möchte zurzeit mal einfach ein bisschen was Neues ausprobieren. Dementsprechend machen wir zurzeit offene Legungen, zumindest jetzt in diesem Monat mal und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Lass mir gerne Feedback da, welches Orakel du am besten findest. Ob du mal wieder Lust hast auf ein Er- und Sie-Orakel oder ob du lieber den Blick in die Gedanken und Gefühle deines Gegenübers magst oder freie Orakel. Ich freue mich über Anregungen, denn ich muss sagen, ich finde, es ist so ein bisschen die Luft raus. Nicht, dass ich nicht gerne da bin, aber hier mit dem Tod möchte etwas transformiert werden. Und wir machen dementsprechend jetzt erstmal ein bisschen offene Orakel und schauen mal, was ich hier zeigen möchte. Also, in Bezug auf die Liebe haben wir heute als erste Karte den Tod, aber keine Angst, hier stirbt hoffentlich niemand. Es geht um Weiterentwicklung, es geht darum, weiterzuziehen, etwas Altes, was einem nicht mehr gut tut, gehen zu lassen. Danach haben wir die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe, das ist die feurige, heiße Frau. Ja, das ist eine Frau, die weiß, was sie will und die hier auch anpacken kann. Es ist interessanterweise auch die einzige Königin im Tarot, die mit breit auseinandergefächerten Beinen da sitzt. Sie ist im Endeffekt auch empfangsbereit. Ja, sie hat auch sexuelle Energie. Aber sie schaut sich hier ganz genau an, was hier drüben los ist. Und da haben wir die Vier der Kelche. Das ist so eine trübe Tassenstimmung. Da geht es darum, etwas nicht hinter sich lassen zu können. Hier schaut man die ganze Zeit in die Vergangenheit. Hier kommt man nicht zurecht. Und die Königin der Stäbe schaut sich das an. Entweder ist das deine eigene Energie, ja, entweder bist du selber in dieser trüben Tassenstimmung. Ach Gottchen. Die Zehn der Schwerter. Gedanklich ist das Ding hier zu Ende. Wir gucken hier auf einen Umstand, eine Beziehung oder einen Menschen, der einfach aus dem Leben raus muss, musste oder sich abgesetzt hat oder wo du einfach jetzt wirklich den Schlussstrich ziehen darfst, kannst, musst. Schaut, denn am Ende haben wir hier, ich schiebe das mal ein Stück rüber, ich hoffe, ihr seht das alles. Entschuldigung. Haben wir hier den Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen läuft direkt auf den Narren zu, der wiederum für Neuanfänge steht. Und der Ritter der Münzen bringt hier eine neue Gelegenheit. Ja, der überbringt etwas. Und zwar dem Narren, der neu anfangen möchte. Es kann durchaus sein, dass hier heute manche Menschen gehen gelassen werden müssen, weil sie dir nicht mehr gut tun. Und das wird dich vielleicht auch niederstrecken. Es kann durchaus sein, dass heute ein Tag ist, wo du das Gefühl hast, ich möchte so gerne aufblühen. Ich möchte so gern, dass etwas weitergeht. Ich möchte mich jetzt mit gesunden Beziehungen beschäftigen. Ich möchte auf meinem Lebensweg noch so viele schöne Erfahrungen machen. Ja, ich möchte hier wirklich weitergehen. Ich möchte mit der Königin der Stäbe und dem Ritter der Münzen nochmal von vorne beginnen, in Leichtigkeit, wie der Narr es tut. Dann gibt es hier aber auch diese Kehrseite des Tages, die sagt, Transformation kommt mit Wachstumsschmerzen. Ja, es ist nicht immer alles so einfach. Es tut weh. Manchmal ist es schwer, Dinge zu akzeptieren, die bereits vergangen sind und den Blick wieder für das zu heben, was wirklich noch kommt, weil hier wird dieser Kelch gereicht, hier gibt es dieses neue Gefühl. Du kannst dich jetzt anders fühlen, du musst da nicht für immer am Boden liegen bleiben und dir diesen Schmerz reinziehen. Ja, es gibt die Möglichkeit zu sagen, nee, okay, mein Weg war bisher so und so und so und jetzt möchte ich das nicht mehr. Jetzt setze ich mich vielleicht auch mal hier hin. Und denk darüber nach. Und wenn wir diese Energien hier verbinden, ich würde da ganz gerne noch mal was drauf ziehen. Moment. Wo habe ich es denn jetzt hingelegt? Hallo? So. Ich finde gerade mein anderes Deck nicht. Aber dann soll das so sein. Dann legen wir den Narren jetzt hier ab. Schaut mal, auf der Unterseite haben wir noch das Rad des Schicksals. Es werden sich hier Gedanken gemacht. Ich lege noch mal zwei Karten. Und zwar auf die Königin der Stäbe. Und die vier Kelche darunter. Ich würde das ganz gerne noch mal ein bisschen mehr abklären. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, das Ast der Stäbe und auch die neun Stäbe. Haben wir auch zehn Stäbe, die hatten wir heute im Hauptorakel auch. Das ist dann so ein bisschen wie ein Brett vorm Kopf herumtragen. Aber hier kommt eine zündende Idee. Wir haben diesen einen Stab, den trägt auch die Königin der Stäbe. Sehr viel Hitze, sehr viel Leidenschaft und vielleicht
Ergreifst du hier tatsächlich die neue Chance, etwas in deinem Leben ganz anders zu machen? Vielleicht ergreifst du diese Möglichkeit der Transformation, die sich dir bietet. Und es kann durchaus sein, dass heute ein extrem guter Tag dafür ist, dass du gelernt hast, die Punkte zu verbinden. Jetzt fliegen hier schon wieder diese beiden Gänse vorbei. Das ist jetzt der Running Gag. Das scheint ihre Uhrzeit zu sein. Ach ja. Zwei Gänse im Tarot, beziehungsweise auch in den in dem Wild und Unknown Tarot, da sind die zwei Gänse die Liebenden. Ja, und die Liebenden ziehen hier in die Zukunft. Aber ich habe das Gefühl, dass das gar nicht mit einer bestimmten Person ist, sondern dass du deine eigene Liebe in die Zukunft ziehst. Dass du hier lernst, wieder herauszufinden, nach all diesen Verletzungen, nach all diesem Schmerz, nach diesen ganzen gescheiterten Beziehungen, die vielleicht auch oft nach demselben Muster verlaufen sind. In dem Moment, wo du diese ganzen Erfahrungen dir mal anschaust und guckst, okay, wo kommen denn diese ganzen Beulen in meiner Rüstung eigentlich her? Ja, wo kommt denn das eigentlich her? Wenn du dich auf dem Pfad machst, hier herauszufinden, wo der Ursprung ist von gewissen Verhaltensweisen, die du hast oder von gewissen Anziehungspunkten, die dir gefallen. Ja, also wenn du dich immer wieder in den gleichen Typus Mensch verliebst, obwohl du weißt, dass der dir vielleicht nicht gut tut oder obwohl du weißt, dass es da teuflische Verstrickungen gibt, dann ist das ja ein Muster in dir. Das lässt dich ja immer wieder darauf anspringen. Und das ist halt so spannend. Und selbst wenn man es intellektuell weiß, ist es manchmal nicht so, dass man das dann umsetzen kann. Ja, man ist dann trotzdem manchmal immer noch schnell wieder gefangen oder schnell am Haken. Das ist auch gar nichts Schlimmes. Wir Menschen sind sozusagen programmierbar, könnte man sagen. Oder wir haben da so unsere Programme im Hintergrund laufen, die dafür sorgen, dass immer alles schön beim Alten bleibt, ja, dass immer alles schön in seiner geregelten Bahn verläuft. Aber das kann so stur sein und das kann so starr sein und so unflexibel, dass es uns irgendwann in die Scheiße reitet. Und dementsprechend ist es wichtig, dass du jetzt lernst, auf dein Leben zu schauen und da mal gewisse Punkte zu verbinden und zu sagen, okay, jetzt habe ich hier einen größeren Überblick. Jetzt weiß ich, warum gewisse Dinge nicht funktionieren und jetzt nehme ich hier mein Zeugs, ja, jetzt nehme ich hier meine Münze und jetzt gehe ich los und beginne etwas Neues. Mit Leichtigkeit. Vielleicht ist es auch ein bisschen verrückt mit dem Narren, man weiß es nicht. Aber es hat auf jeden Fall Potenzial, dich aus diesem Feld der trüben Tassenstimmung herauszuholen, wo man nur noch am Wunden pflegen ist, wo man nur noch in seinen Gedanken gefangen ist, wo man die ganze Zeit im Herzschmerz ist. Und ich hoffe sehr, dass du hier diese Möglichkeit mit dem Ast der Stäbe, dem Tod und der Königin der Stäbe nutzt, um zu sagen, jetzt komme ich. Jetzt beginne ich da. Na, hier ist meine Fahne und jetzt bin ich da. Auch hier der Tod hat sich hier transformiert. Und wenn wir hier weitergehen, huch, guck mal. Oh, na, warte. Wir haben hier einen kleinen Gast. Seht ihr ihn? Hallo Käfer. So, du kannst gleich raus. Kannst du einen Augenblick da auf der Blume sitzen bleiben, solange wir hier weitermachen? Danke. So, also der Tod hat sich gerade nicht bewahrheitet. Käfer wurde gerettet, aber wenn wir hier raufschauen, ist der Tod hier weitergezogen. Ja, hat hier alles hinter sich gelassen, diese ganzen unguten Dinge, diese ganzen verstrahlten Anhaftungen, die einen irgendwie nicht weiterbringen. Und er gesundet hier, ja, oder er ist neu geboren, das Pferd ist neu geboren, der Ritter ist neu geboren. Es wird nicht mehr so darauf beharrt, dass man als einziger Mensch Recht hat, sondern man kümmert sich hier um seine Angelegenheiten. Und das ist wichtig. So, jetzt gehen wir nochmal in das Soul of a Princess Tarot rein und schauen mal, was das uns so mitbringen möchte. So. Komische kleine Baumschabe, du darfst gleich aus dem Fenster raus, wenn ich fertig bin. Wir haben hier diesen Herren und die Erkenntnis. Vielleicht hast du die Erkenntnis über einen gewissen Menschen oder einen gewissen Typus Menschen. Vielleicht ist es genau das, wovon ich sprach. Vielleicht fährst du immer wieder auf einen bestimmten Menschen ab. Und das ist die Erkenntnis hier heute zu sagen, okay, ich schaue da mal genauer hin. Ja, erinnert der mich an meinen Papa? Gibt er mir das gleiche Gefühl, was ich aus meinem Elternhaus kenne? Bewahrheitet dieser Mensch meine schlimmsten Befürchtungen? Was genau ist es? Dann haben wir hier die Hingabe und die Herzöffnung. Mache dein Herz wieder frei und versuche etwas Neues herauszufinden. So, dann nehmen wir noch eine Karte. Was dürfen wir hier heute noch wissen?
So, eine letzte davon. Dankeschön. Wir haben hier die Wahrheit und den Eulenspiegel. Du erkennst hier höchstwahrscheinlich mit dem Narren und den Eulenspiegel. Passt ja perfekt. Wie Till Eulenspiegel kann so mancher Mensch sich in dein Leben schleichen und dir hier ein X für ein U vormachen. Aber du wirst hier die Wahrheit erkennen, wenn du genauer hinschaust. Und zwar, wenn du in den Spiegel schaust. Ja, wenn du in den Spiegel schaust und dir tief in die Augen schaust, bist du glücklich? Bist du jetzt gerade glücklich? Bist du glücklich mit diesem Menschen? Bist du glücklich mit diesem Menschen, auf dem du wartest? Oder macht dich das einfach völlig fertig? Ja, kann es sein, dass diese Anhaftung an diesen Menschen, die hier in der Mitte der Legung so präsent ist, dieses vermeintliche Verliebtsein, dieses Vermissen, dieses ständige Gedanken um den anderen haben, ständig sind deine Gefühle beeinflusst von dem anderen, ständig zügelst du deine eigenen Leidenschaften oder verbiegst dich, weil du dich immer an diesem Menschen orientierst oder weil du dir ständig zu viele Gedanken machst, was mit diesem Menschen sein könnte. Pass da gut auf, weil im Endeffekt, wenn wir diese Karten hier in der Mitte der Legung rausnehmen, ist das eine super Power-Legung. Ja, alles, was hier an Rahmenbedingungen ist, ist total super. Nur hier in der Mitte kriselt es halt, da wo du jetzt gerade stehst. Und da darfst du jetzt mal innehalten und mal kurz auf die Stopptaste drücken, zumindest imaginär. Dann schaust du, okay, was muss jetzt hier verändert werden, damit ich endlich wieder meine Stärke zurückkomme, damit ich endlich wieder diese leidenschaftliche, feurige, lebenshungrige, auch begierige Frau bin. Ja? Was muss da passieren, damit ich hier wieder in meine Leichtigkeit komme, damit ich mich wieder hingeben kann, damit ich mich nicht immer von Blendern oder Lügnern oder was auch immer da dein Typ dann ist, faszinieren lasse. Ja, was kann ich tun, damit ich hier mit den Münzenergien etwas konsequent durchziehen kann? Wenn ich meine Schlussfolgerung gezogen habe, was kann ich ändern, um halt entweder Narren aus meinem Leben auszuschließen oder halt mit eigener Leichtigkeit heute neu zu starten? So, jetzt nehmen wir noch abschließend eine Karte aus dem Orakel der Göttinnen. Die Isis, die vergangenen Leben. Diese Situation hat mit deinen Erinnerungen an vergangene Leben zu tun. Also kann sein, dass du nicht erst in dieser Inkarnation damit beschäftigt bist, dieses Thema zu lösen, sondern es kann sein, dass dich das halt schon lange verfolgt. Ja, das ist ja auch die vier Kelche-Karte. Man schaut immer zurück. Allerdings stehen die Zeichen und die Zeiten zurzeit so gut, dass man sagen könnte, dass alles, was in Parallelleben oder wenn du es nacheinander sehen möchtest, linear, was in vergangenen und zukünftigen Leben noch so möglich ist, diese Zeitlinien, die laufen ja nebeneinander und sie kreuzen sich. Ja, viele Wege führen halt irgendwo hin und manchmal kreuzen sich Wege, manchmal nicht. Und manchmal trifft man sich erst am Ende wieder. Das ist wie eine Pilgerfahrt. Und es ist in Ordnung, wenn du nicht in diesem Leben alle Probleme aus allen anderen Parallelleben oder vergangenen Leben oder anderen Zeitlinien, wenn du alle Probleme für alle deine Ichs aus all deinen Zeitlinien lösen kannst, schau dir genau an, was jetzt hier das Wichtigste für dich ist. Was für dich genau hier in diesem Leben heute das Wichtige ist. Und wenn du kannst, und es ist nicht immer leicht, dann nimm dir einen Spiegel, schau dir tief in die Augen, nimm dir Zeit für dich und gesteh dir deine Wahrheit ein. Was möchtest du vielleicht auch nicht sehen? Wo hast du dich vielleicht selber aufgegeben? Wo hast du dein Herz verschlossen? Was darf bei dir auch transformiert werden? Was gehört jetzt nicht mehr zu dir, damit du dein Leben gut aufstellen kannst, um danach einen Partner auf Augenhöhe zu finden, der dich nicht in die Scheiße reitet, der dich nicht anzieht, weil er halt verkorkst ist, der dich nicht anzieht nur aus Gewohnheit, sondern der frisch und neu ist, ja, der dich nicht belügt und betrügt, sondern der wirklich präsent ist und wo du selber dich auch nicht verbiegen musst oder dich anbiedern musst oder dir ständig Sorgen machen musst, sondern wo es einfach harmonisch ineinander fließt. Wo die Punkte sich dann halt automatisch verbinden und du das Bild irgendwann sehen kannst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, gehab dich wohl und pass gut auf dich auf. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, ciao.